Herr Mette, Sie sind quasi der letzte Bauer hier im Buko, ist das richtig so? Wenn Sie mir das so direkt fragen, dann sage ich, jein. Ich bin der letzte hauptberufliche Landwirt, der noch mit Viehwirtschaft, mit Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, ein paar Geflügel, bisschen Pferde, Pension und hauptsächlich natürlich Ackerbau in mehreren Kulturen, was ich ja höchstwegen manchmal so gezählt habe, letztes Jahr 14 verschiedene Kulturen, von Kürbisse über Sonnenblumen bis zum Getreide und zu Eiweißpflanzen und Ölpflanzen. Also ich hatte eben schon mal den Hinweis gegeben, dass ich überaus erstaunt war, dass Sie hier so versteckt am Bukower Damm noch ein relativ großes Gehöft haben. Das kann ich verstehen. Wir haben teilweise Leute, die wohnen 30 bis 50 Meter von uns weg und das manchmal schon seit 28 Jahren. Und die, wenn sie manchmal vom Träger vom Hof fahren sehen, oder sehen mich hier mit einem Schwein oder mit einem Rind über den Hof laufen, dann steht man vorne an der Auffahrt und guckt und kann es eigentlich gar nicht fassen, dass da nicht keiner mit einer Katze oder einem Hund langläuft, nein, dass da manchmal einer mit einer Ziege oder einem Schwein oder einem Bullen langläuft. Nun ist es ja so, die Landwirtschaft ist ja in Berlin nach dem Mauerende, was wir ja nun alle begrüßen, das ist Mauerende, nach dem Mauerende leider etwas ins Hintertreffen geraten. Also mit der Landwirtschaft ist es bestimmt schon ein Hintertreffen geraten. Aber wir haben vor 1989 Vorteile gehabt. Und die Vorteile, die wir vor 1989 hatten, haben wir jetzt natürlich nicht mehr. Man hat immer Vor- und Nachteile. Wir haben aber jetzt größere Vorteile, dass wir uns mit den Flächen ausbreiten konnten. Aber unsere Nachteile sind natürlich dadurch sehr stark. Sie haben vor 2 Minuten gesagt, Sie haben mich staunt, dass hier noch landwirtschaftlicher Betrieb besteht. Ich weiß nicht, wie lange ich das hier noch halten kann und aufrechterhalten kann und mich durchsetzen kann. Das wird natürlich mit Grund der Mauerfall oder des Mauerfalls wird es natürlich immer schwieriger, weil Land jetzt nicht mehr so wertvoll ist zu erhalten als landwirtschaftliche Fläche oder als Kulturfläche oder sagen wir mal so als Erholungsfläche. Nein, man kann jetzt hier bauen und da bauen. Die Autobahn wird gebaut bis nach Schöneberg. Dann müssen wieder Lauenpieper irgendwo rausfallen. Die Lauenpieper müssen dann wieder ausgesiedelt werden. Wo kommen sie hin? Nach Buko oder nach Rudehof, die Fläche, die Bauermette hat. Oder ein anderer Kollege aus Neukölln. Haben Sie die Möglichkeit, sich jetzt auch im Umland ausbreiten zu können? Das heißt, hier vor den Toren Berlins? Die Frage beantworte ich knallhart mit Ja. Die habe ich hundertprozentig in Großhieten, weil Großhieten grenzt ja ganz doll an Buko ran. Und ich bin auch heute stolz darauf, sehr viele Freunde und Bekannte in Großhieten zu haben, was sich jetzt nach 13 Jahren alles so entwickelt hat. Und teilweise kommen die Leute, Landbesitzer, von ganz alleine zu mir und fragen, ob ich nicht ihr Land mitmachen würde. Und dann hat die Sache aber auch natürlich noch einen großen Nachteil. Mein Vater stammte ja nicht hier aus Buko. Der Hof hier ist von meiner Mutterseite aus, der ist 1870 gebaut worden. Von meinem Uropa ist damals hierher gezogen und seit da ist die Familie hier geboren. Mein Opa 1900, meine Mutter 1935 und ich selbst 1965. Und mein Sohn, der älteste, einziger Sohn Martin, der ist jetzt vor 2 Jahren, 2001 hier geboren. Und mein Vater stammt aber nicht hier aus Buko, er stammt aus Wassmannsdorf. Und dort in Wassmannsdorf haben wir auch eine Wirtschaft. Und die Wirtschaft ist eigentlich noch viel schöner als hier und noch viel größer. Aber wir kriegen es nicht zurück, weil mein Opa war im Kriegsverwaltungsrat in Ukraine und Kreisbauernführer aus dem ganzen Kreis Teltow. Und damals wurde der Hof 1946 von den Russen vorübergehend beschlagnahmt. Und da haben wir Probleme, den Hof wiederzukriegen. Und wie es aussieht, kriegen wir ihn nicht zurück. Aber ich hätte ihn natürlich sehr gerne zurück, weil von Hof Buko und Hof Wassmannsdorf sind es genau 7 Kilometer Straßenfahrt. Und ich könnte in Wassmannsdorf schön meine Maschinen hinstellen und bräuchte nicht mehr mit einem Mähdrescher und Presse und Anhänger mit Stroh und Heu, könnte ich alles in Wassmannsdorf lassen und dort lagern und nicht hier durch die Stadt zu fahren. Und das sind hier meine Probleme. Also das sind ja insofern erhebliche Probleme, denn um Geräte hin und her zu fahren, erfordert nicht nur Energie, sondern auch Nervenaufwand und Kraftaufwand. Ja, da kann ich nur ganz knapp mit Ja beantworten.
Herr Mette, eine Frage, die nicht so von ungefähr kommt. Die Landwirtschaft als solche hat ja erhebliche Probleme insofern, der Konkurrenzkampf ist sehr groß. Ja? Die Preise sind gedrückt und werden weiter gedrückt werden. Würden Sie dazu etwas sagen? Ja, dazu kann ich eins sagen. Irgendwann werden wir in Deutschland mal ein Landschaftspflegestaat werden. Also ich muss ganz persönlich sagen, ich habe große Angst davor, wenn diese sogenannte EU-Osterweiterung kommt, wo da 10 oder 12 neue osteuropäische Länder mit beitreten, habe ich natürlich große Angst. Die können so produzieren, wie wir es hier nicht können. Und hier in der Hauptstadt oder in der Weltstadt ist es sowieso noch extrem schwer. Ich habe natürlich insofern Angst, ich bin kein Biobauer, ich werde auch nie Biobauer werden, aber ich habe großes Interesse daran, eine Landwirtschaft richtig zu betreiben. Ich muss spritzen, ich muss auch düngen und die meisten Leute nennen unseren Dünger Kunstdünger. Wir haben keinen Kunstdünger, wir streuen einen Mineraldünger, wir machen Bodenproben. Wir untersuchen unseren Boden und ich bin jetzt 37 und ich bin mit unserem Boden aufgewachsen. Was mein Vater mir beigebracht hat, hat mein Opa meinen Vater beigebracht und so ging es immer weiter. Und wir kennen unseren Boden besser als jeder andere. Und wenn ich jetzt zu viel düngen würde, dann kippt die Pflanze um und ich würde die Pflanze nicht loswerden, weil sie denn die Gefahr des Selbstausgrüns schneller ist. Und somit habe ich schon einen Spruch von meinem Vater erlernt, ein Zentner weniger auf dem Hektar ernten und wir haben dafür Qualitätsgetreide und wir können es nach Spandau aus der Schüttmühle fahren und nicht, dass wir mehr düngen und die Getreide legt sich hin, davon haben wir nichts. Das kostet nur unser Geld. Eine andere Frage, auch in Bezug Landwirtschaft. Die Möglichkeit, die Anbauflächen auf den Anbauflächen zu wechseln, das würde ich sagen, dass einmal das angepflanzt wird und dann das angepflanzt wird, dass der Boden sich wieder beruhigt oder regeneriert. Wird das auch so gemacht oder ist das so von mir jetzt nur dargestellt? Mein Lieber, Sie haben vorhin nicht richtig aufgepasst, als ich im ersten Satz gesagt habe, ich bin eigentlich ich möchte eigentlich überhaupt der einzige Berliner Landwirt, der 14 verschiedene Kulturen auf seinen Ackerflächen anbaut und ich habe Raps, Erbsen, nach Erbsen kommt Weizen, nach Weizen kommt Roggen und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ich baue Sonnenblumen an, zwar keine große Menge, aber zur Selbsternte. Ich baue Kürbisse an. Ich habe sehr viel Land als Grünland, wo ich auch ständig wechseln kann. Und ich tausche noch mit einem Marienfelder-Kollegen. Wir machen ja auch untereinander zusammen. Und er baut bei mir Futterrüben an für den Berliner Zoo und Bundesgesundheitsamt und einzelne Privatverbraucher. Und damit habe ich eine super Fruchtfolge. Also das erhält Ihnen auch einen relativ gesunden Boden? Hundertprozentig. Und das ist nun wieder die Erfahrung, die man aus mehreren Generationen sammeln kann? Ja, also ich kann nicht nur 30 Jahre hintereinander Roggen anbauen, ich kann es schon, aber die Erträge werden zurückgehen. Und dadurch, dass ich jetzt Raps und Erbsen anbaue und Rüben, bei Rüben entstehen Rübenblätter. Und bei Raps werden die Körner erntet und ganze Rapsstroh bleibt auf dem Feld liegen. Bei Erbsen genau das gleiche und bei den Rüben auch genauso. Also fast schon biologisch. Ich würde sagen fast, aber ohne Chemie und ohne Mineraldünger geht's nicht. Der Raps blüht irgendwann, dann kriegt der Raps Läuse und Rapskäfer und Rapstriebstrengelrüssler und was es alles gibt. Und dagegen muss im richtigen Moment gespritzt werden. Aber ich bin der Meinung, es muss im richtigen Moment gespritzt werden. Und es muss der nicht spritzt werden, wenn es windstill ist, wenn wir nicht 30 Grad plus haben. Das heißt, ich muss auch mal früh morgens oder abends und nachts auf dem Feld fahren. Und wenn ich jetzt hier im Buko nachts auf dem Feld fahre mit Licht, dann gibt es schon besorgte Bürger, die denken, was macht der Dussel da? Der macht irgendwas verboten. Wenn ich am Feldende ankomme, dann steht schon Polizei da und fragt, was mache ich da? Aber es ist alles mit dem Pflanzenschutzamt Berlin abgesprochen und kontrolliert. Also ich habe da ständig ein ruhiges Gewissen. Ich kann mir hier in der Großstadt nichts erlauben, was ich nicht machen durfte. Und wenn, ist meine feste Überzeugung, es geht in meinen eigenen Geldbeutel und damit schade ich mir selbst. Das ist auch dann der Ruf, den man denn so verliert, den man im Laufe der Jahrzehnte angehäuft hat. Ja, hundertprozentig. Herr Mette, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Gerne schön.
Amane Gold, Sie sind heute Gast hier beim Bauern Mette. Der Bauer Mette macht ein Eisbeinessen und eine Geselligkeit. Ja, da gehört natürlich auch der Dorfschulze von Buko dann dazu, um dem Ganzen die amtliche Würde zu geben. Und natürlich auch der Gemeindekirchenrat von Buko, um zu zeigen, dass hier im Dorfe Buko bei Berlin Kirche und Gemeinde und die Bauern eng zusammenarbeiten. Es ist heute nicht mehr so gang und gäbe, dass man in der Stadt, auch wenn Buko noch ein Dorf ist, aber dass man in der Stadt noch einen Bauern beheimatet hat, der Anbau macht, dann Viehwirtschaft. Es ist sehr erstaunlich. Ja, ja, also Berlin ist ja nicht nur eine Stadt, sondern ein Bundesland. Das heißt Stadt und Land Berlin. Und deshalb können wir in Berlin verzeichnen, dass wir an den Rändern dieser Großstadt hier noch einige Bauernhöfe haben. Zum Beispiel in Lübars draußen, den bekannten Bauern Köhne. Und hier bei uns im Buko nun als Gegenstück Norden und Süden, hier unseren Bauern Werner Mette. Und der Flächennutzungsplan hat ja auch diese Flächen hier am Rande ausgewiesen für die Landwirtschaft. Ich erinnere hier an die Bukower Feldmark, Gerlinger Straße, Bukower Damm, wo ja auch im August dann jährlich hier unser Strohballenfest stattfindet, dass diese Flächen weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Bauer Mette macht ja auch immer ein Fest im Laufe des Jahres, bei dem die Bürger eingeladen sind und die Landwirtschaft mal kennenlernen können. Ja, er macht zwei große Veranstaltungen. Das ist heute hier, um gleich auch praktisch allen Kritikern wieder das Wort aus dem Wind zu nehmen. Das ist eine geschlossene Veranstaltung. Darauf legen wir hier sehr großen Wert. Und es gibt dann die offene Veranstaltung, wie schon gesagt, im August, am 2. Augustwochenende, ich glaube es ist der 17. August in diesem Jahr, wo das berühmte Strohballenfest Freitag, Sonnabend und Sonntag stattfindet. Und ich hoffe nur, dass sich wieder irgendwelche Querulanten im Vorfeld schon wieder rumschreien, es wird zu laut. Wem es hier zu laut ist, der soll praktisch in die Lüneburger Heide oder sonst wo hinziehen. Wir sind hier in der Großstadt und freuen uns, dass wir am Rande auch noch die Landwirtschaft haben. Und wenn einmal im Jahr dann dieses berühmte Strohballenfest stattfindet, dann soll man dran teilnehmen und nicht aus dem Fenster gucken und motzen. Für die Landwirte ist es ja etwas schwerer geworden. Das heißt, nach dem Mauerfall ist die Konkurrenz aus dem Umland gekommen, beziehungsweise die Konkurrenz aus dem Umland setzt natürlich auch ihre Produkte hier in Berlin ab. Und von daher muss der Bauer, ob es Bauer Mette ist oder die anderen Berliner Bauern, doch recht arg kämpfen. Ja, er muss arg kämpfen und er muss sich praktisch Nischenbereiche aussuchen, wo er frisch hier anbaut und dann auch gleich an den Städter das vermarkten kann. Und da ist ja der Werner Mette sehr erfindungsreich. Ich habe mich hier entsinnt, in den letzten Jahren hat er das mal mit Hanf versucht. Die Sonnenblumen gehören auch schon dazu, wo dann hier der ganze Süden von ihm mit Sonnenblumen zu der entsprechenden Jahreszeit versorgt wird. Ja, und er kooperiert natürlich auch hier mit den umliegenden statischen Einrichtungen, so mit der Schule am Sandsteinweg. Dort gibt es auch eine Partnerschaft und da ist ja auch gefragt, als der Landwirt, der der Schule Anregungen geben kann zu ihrer Tierzucht, die sie ja auch haben. Die haben ja auch vor kurzem gerade eine große Kaninchenzuchtanlage aufgestellt und da passen die Partner dann eben zusammen. Das sind so seine Nischen und meine Bitte wäre nur an die Bevölkerung, wenn wir diese Felder haben möchten und wir wollen sie auch haben, dass wir diese auch praktisch mit dem Auge streicheln und nicht mit den Füßen über die Felder latschen oder die Hunde da durchschicken. Da gibt es andere Auslaufgebiete, aber nicht ausgerechnet die bestellten Felder. Denn wir müssen sehen, diese Felder liefern uns das tägliche Brot. Und das sollten wir immer bedenken. Es ist ja auch in erster Linie der Broterwerb für den Bauern, denn er lebt davon. Ja. Aber eine andere Frage. Wir sind ja so in etwa in einem Alter und ich erinnere mich daran, in der Nachkriegszeit gab es in dem Stadtkern noch Molkereien, das heißt Hinterhofmolkereien. Ja, Herr Karl, das wissen die meisten Neuköllner nicht. Auch hier gab es in Neukölln über ein Dutzend Molkereien, in der Dellbrückstraße zum Beispiel, in Altneukölln und in Schöneberg. Und diese Schöneberger Molkerei, die ist ja umgesetzt worden, die gibt es heute noch, aber nicht in Schöneberg. Da sehen Sie nur in der Straße ein Mosaikbild, das der damalige Tiefbauamtsleiter Manfred Barz errichtet hat. Sondern diese Familie, das ist die Familie Mendler, die ist heute in Rudow ansässig, hat dort ihren Milchhof und veranstaltet jährlich zum Erntedankfest ihren großen Erntedankbasar draußen in Rudow. Und deshalb findet das Erntedankfest von Buko eine Woche früher statt, damit es keine Konkurrenz gibt. In der Marienstraße in Kreuzberg gab es ebenso eine Hinterhof-Molkerei,
mit einer relativ großen Anzahl, ich glaube 10 oder 15 Tiere, die dort ständig versorgt wurden. Es ist doch relativ lange gegangen, bis Anfang 1960. Ich erinnere mich noch daran, dass die Molkereibesitzer eben mit den Karren in die Umgebung gefahren sind, in den Straßen, und dann immer gerufen haben, Brennholz für Kartoffelschalen. Richtig, daran kann ich mich auch erinnern, an diese Zeit, genauso wie auch hier auf diesem Hof von der Familie Mette bis in die 60er, 70er Jahre auch noch eine Milchwirtschaft hier war. Ich habe selber hier mit der Milchkanne noch die frische Milch geholt. Ja, damals war es erforderlich, auch in der Altstadt in Groß-Berlin diese Höfe zu haben, auf den Hinterhöfen, denn damals war ja die Logistik für die Lebensmittel noch nicht so, wie sie heute ist. Und frische ist ja bei Milch angesagt, und deshalb war damals eben die kurzen Wege angesagt. Das ist heute nur nicht mehr so erforderlich. Aber das war damals so, auch um 1900, das war ja die Hochblüte, als Berlin ganz groß wuchs nach der Gründung des Kaiserreiches 1871. Da entstanden auch hier draußen im Dorfe Buko noch viele, die auf Milchwirtschaft umstiegen, und die Milch wurde dann gesammelt. Und einer, der die Milch nach Rixdorf gebracht hat, zum heutigen Karl-Marx-Platz und zum Hermannplatz, das war, der hieß Tröpke. Der hatte auf der Dorfaue sein Gehöft gehabt, wo heute der Taxistand in Albuko steht. Und der hat dann morgens die Milch nach Rixdorf gefahren. Und weil er so viel Milch dann nicht mehr sehen konnte, hat er natürlich in Rixdorf erstmal ein anständiges Kinderbier getrunken, um von der Milch dann wieder loszukommen. Und manchmal waren es ein paar mehr. Und dann ist er nach Hause gefahren, konnte dann nicht mehr so richtig gucken, und das Pferd musste den Weg suchen. Und sein Hof, der hatte zwei Türen. Und das Pferd wusste man nicht, wo rein. Und dann stand praktisch der Wagen vor der verschlossenen Tür, weil die andere gerade auf war. Und dann hat er praktisch Radau gemacht. Und deswegen hatte er hier im Dorf den Spitznamen Radautröpke. Also auch etwas, was in die Geschichte eingegangen ist und worüber man doch sehr schmunzeln kann. Das kann ich wohl sagen. Und in der Bukower Chronik wird man dieses demnächst alles nachlesen können. Ich bedanke mich recht herzlich. An Ihrer Mütze zu urteilen, glaube ich, dass Sie Student sind oder einer studentischen Vereinigung, nämlich einer Burschenschaft, angehören. Ja, also ich bin Mitglied der Berliner Burschenschaft Thüringer und studiere Politikwissenschaft, ja. Politikwissenschaft. Burschenschaften sind im Rheinland sehr stark vertreten, von daher kenne ich sie an sich. Aber auch hier in Berlin habe ich Sie, also Ihre Gruppe, schon öfter hier auf irgendwelchen Veranstaltungen gesehen, die im öffentlichen Bereich. Und wollte da mal fragen, die Burschenschaft als solche, welche Vorzüge, welche Vorteile hat die für Studenten? Also Burschenschaften gehören eigentlich zur Traditionspflege, also ständiges Brauchtum, und ist ja eine sehr alte Tradition. Also wir sind zum Beispiel 1875 gegründet, und die Vorteile sind natürlich, dass man gegenseitig sich hilft, praktisch auch im Lernen, dass man also mit Bundesbrüdern, so heißt es ja bei uns, die Mitglieder, dass man also gegenseitig unterstützt. Also die Burschenschaft ist eine gewisse Sicherheit untereinander? Ja, würde ich so sehen. Die Burschenschaften sind eine Tradition über, kann man sagen, Jahrhunderte. Denn Burschenschaften gab es schon im 18. Jahrhundert. Ich glaube auch Goethe zählte einer Burschenschaft zu. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Aber Schiller oder Goethe, einer von beiden. Ja, also Leute, die nachher in die Literatur eingegangen sind, und auch diese Leute haben sich quasi Burschenschaften angeschlossen. Also Goethe und Schiller selber nicht. Die Burschenschaft gibt es seit 1815, aber es gibt studentische Verbindungen seit dem Mittelalter. Und die Burschenschaften sind natürlich erst viel später entstanden, so im Rahmen der Einigungsbewegung Deutschlands und praktisch republikanische Bewegung. Und aus dieser Zeit stammt eigentlich die Burschenschaft selber. Aber Goethe, Schiller waren damals in dem Sinne kooperiert gewesen. Da gab es damals die Orden und die Landsmannschaften. Und aus denen ist ja später die Burschenschaft entstanden. Ich möchte ja nicht übertreiben, aber wenn ich an Buko denke, dann denke ich natürlich an den Ortspolizisten Müller. Also davon abgesehen, es bleibt dabei. Wir sind immer noch die gleichen Menschen geblieben, egal wie, ob ich kurz vorher vom Baum gefallen bin oder was auch immer geschehen ist. Ich sitze heute mit Kollegen hier, und wir freuen uns, dass dieses
in einem sogenannten Dorf, ich will das mal so sagen, und bei unserem Bauern Mette stattfindet. Es ist ein nettes Zusammensein. Alle, die hier in dem Bezirk in Altbuko etwas zu sagen haben, die sind hier versammelt. Und es ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das sehr, sehr selten heute noch anzutreffen ist. Insofern kann ich nur sagen, toi, toi, toi. Herr Müller, Sie hatten ja leider Gottes vor einiger Zeit das Problem gehabt, dass Sie sich das Bein gebrochen hatten und eine Weile ausgefallen sind. Umso schöner ist es, Sie jetzt hier wieder schön laufend wiederzusehen. Eine andere Frage. Es ist natürlich klar, Sie haben über Jahrzehnte die Jugendverkehrspolitik große Dienste erwiesen, indem Sie die Jugendverkehrsangelegenheiten sehr ernst und wahrgenommen haben. Ja, das stimmt, aber davon abgesehen, es muss ja weitergehen. Es ist ja auch so, dass man selbst auch älter wird und dass man der Jugend, also den Nachrückern, eine Chance geben wird. Ich bestehe immer noch als Berater und als Ideengeber für den Bezirk, vor allen Dingen hier in Neukölln, zur Verfügung. Das ist klar. Und das wird auch nicht aufhören, denn die Prävention, das heißt die vorbeugende Tätigkeit, um Gefahren abzuwehren und Unglücke zu verhindern, die steht vorne an. Und da kann sich keiner in unserer Gesellschaft davon entfernen. Und das bleibt heute noch so. Die Jugend war ja von jeher im Vordergrund, das heißt bei allen Festen ist die Jugend mit dabei und wird die Jugend auch in die Feste eingebunden. Das ist richtig, aber heute in diesem Zusammenhang mit diesem Fest vom Bauer Mette ist sie da nicht so eingebunden, das ist klar. Aber es bleibt weiter so, dass ich ein Augenmerk auf die Jugendlichen haben werde und die Jugendlichen stehen mit mir ständig in Kontakt. Es dreht sich immer noch um das Gleiche, Herr Müller, nach dem Motto, können Sie mir helfen, Lehrstelle, Arbeit, Probleme mit den Eltern, Probleme mit mir selbst. Also es sind tausend Dinge, die bewältigt werden müssen. Man kann da nicht von heute auf morgen die Tür zumachen und sagen, wie der alte Fritz sagt, macht euren Dreck alleine oder einer dieser Generäle von dem alten Fritz. So geht's nicht. Wir müssen weiter dafür kämpfen, dass unsere Jugend nicht unter die Räder kommt. Also da kann ich Ihnen für den heutigen Tag nur recht viel Freude wünschen und recht viel Erholung. Danke, da bedanke ich mich. Ich freue mich, dass ich heute mit meinen Kollegen hier am Tisch sitze und das ist super. Bedanke mich. Dann die Kollegen haben es nicht mitgekriegt, bestellen Sie dem mal einen schönen Gruß. Dankeschön. Herr Schulz, Industrietreffen ist einer der Punkte, wo man Sie findet. Ein markanter Punkt. Sie leiten das mit Herrn Professor Manegold und geben der Industrie Denkanstöße, der Kölner Industrie Denkanstöße und versuchen die Situation der Industrie im Auge zu behalten und zu verbessern. Ja, ich denke gerade die Veranstaltung hier heute ist auch ein Anlass für mich, hierher zu kommen, um einmal die Interessenten und Mitglieder, die hier auch zu meinem Industrietreffen, aber auch hier anzutreffen sind, denen mal guten Tag zu sagen, Kontakt weiterzuhalten und auch vielleicht wieder neue Interessenten zu gewinnen. Die Wirtschaft ist in der misslichen Situation, politische Fehlleitungen und Fehlleistungen in irgendeiner Form zu kompensieren. Und das ist natürlich nicht einfach. Da bleibt der eine oder andere Betrieb leider auf der Strecke. Ja, das ist das Traurige an dieser derzeitigen Bundesregierung, dass die den Mittelstand doch sehr vernachlässigt. Man denkt nur an diese Steuerschrauben, sodass, ich sag mal, der Mittelstand gar nicht in der Lage ist, seine Ideen und seine Produkte, die er produziert, so zu veräußern, weil eben halt die Steuerschraube ihn daran hindert. Er muss mehr Abgaben zahlen, als er einnimmt. Ohne Unternehmer, die anpacken, ohne Wirtschaft, läuft natürlich nichts. Das heißt, es fängt beim Arbeitsplatz an, den jeder gerne haben möchte. Wir haben eine hohe Zahl von Arbeitslosen, die kaum unterzubringen sind, die in irgendwelchen Situationen dann beschäftigt werden, aber auch eben nur beschäftigt werden, ohne aber Perspektiven zu haben. Aber ich gehe zurück auf die Wirtschaft. Auch hier ist die Gefahr sehr groß, dass die Politik nicht in der Lage ist, für die Wirtschaft
Möglichkeiten zu schaffen, um die Wirtschaft dann auch laufen zu lassen. Wie sehen Sie das? Ja, das Problem ist ja, dass unsere Arbeitsämter eigentlich ihre Struktur, einen Strukturwandel machen müssten, damit die Arbeitslosen auch eher an den Arbeitsplatz oder an die Unternehmen, mittelständisch oder auch klein oder auch groß, eher herangeführt werden. Und das ist meines Erachtens ein sehr großes Problem. Es gibt ja doch einen Teil von Arbeitslosen, die vielleicht durch die Schattenwirtschaft, die ja sehr stark um sich greift, dort nebenher etwas verdienen und noch arbeitslos sind. Und da muss auch der Staat, sprich diese Bundesanstalt für Arbeit, neue Regelungen schaffen, damit diese Leute, die letztendlich nachher auch unsere Rente mal einmal mitfinanzieren sollen, wieder in den Arbeitsprozess eingebunden werden. Das heißt, die Anreize aus der Wirtschaft müssen höher sein als die, als wenn er arbeitslos ist. Und das ist für mich der Knackpunkt dieser ganzen Angelegenheit. Wenn er nämlich weiß, der Arbeitslose, viele können ja wirklich nichts dafür, wenn Unternehmen Konkurs gehen. Die finden in der Regel auch sehr schnell einen Arbeitsplatz. Aber es gibt doch einen gewissen Prozentsatz, den könnte man nur mit anderen Regularien dazu verhelfen, dass sie einen Arbeitsplatz endlich annehmen. Vielleicht ein Thema noch, Herr Schulz, Schwarzarbeit. Ja, Schwarzarbeit, das ist eben eine ganz problematische Angelegenheit. Ob das im Kleinstgewerbe ist, ich denke mal an Tapezierer, der bestimmte Häuser dort auch malert und so weiter, wo vielleicht der ein oder andere eine Firma beauftragen könnte. Und da, denke ich, fließt das, was ich gerade gesagt habe, mit ein und das müssen wir unterbinden. Es ist ja letzten Endes auch, es sind Steuergelder, die dort unterschlagen werden, das darf ich mal ruhig so sagen, ja, die da unterschlagen werden und die letzten Endes aber auch dazu führen, dass jeder darunter leidet. Ja, und das einmal werden die Steuern werden, es sind Steuerausfälle oder keine Steuereinnahmen. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass die Versicherungen, ob das die Sozialabgaben sind, die werden ja auch nicht dort eingebracht in den Topf, wo sie hingehören. Und es ist ja im Grunde genommen eine ganze Kettenreaktion, die daraus sich entwickelt. Und da müssen wir gegensteuern. Das kann nicht für immer so bleiben. Herr Schulz, bin ich richtig in der Annahme, dass der Unternehmer, also der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zunehmend letzten Endes in einem Boot sitzen. Das heißt, dass immer stärker eine gewisse, wie soll ich jetzt sagen, ein Miteinander zu suchen ist. Wäre es da möglich, einen Konsens zu suchen und einen Konsens zu finden? Ja, natürlich. Ich denke, dass die Arbeitgeber und auch die Arbeitnehmer, und das entwickelt sich ja auch zurzeit sehr stark, beide von eine Verantwortung tragen. Die Verantwortung besteht ja darin, dass der Unternehmer Arbeit beschafft, damit der Arbeitnehmer wieder Arbeit hat. Und so, glaube ich, ist das Verständnis zueinander viel, viel anders und viel, viel besser. Der eine hat die Verantwortung, den Mitarbeiter gut mit Arbeit zu versorgen durch Verantwortung, und die Verantwortung übernimmt wieder der, der sie ausführt. Wenn er sie gut ausführt, Qualität hat, dann kriegt der Unternehmer auch wieder gute Arbeit rein, und somit ist hier eine Symbiose zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber sehr wohl zu akzeptieren und auch zu befürworten.